Hi zusammen, ich war gestern beim DM und wollte mir eigentlich nur ein Catrice-Lidschatten mitnehmen, aber es ist eine ganze volle Tüte geworden und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen, was ich eingekauft habe, weil ich mir die DM-Hauls wirklich auch selber sehr, sehr gerne anschaue. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was dabei. Und bevor ich damit anfange, wollte ich euch erst nochmal zwei Produkte zeigen, von denen ich echt sehr, sehr begeistert bin. Und zwar sind das hier solche Sweat-Stop-Produkte. Der Online-Shop heißt auch so, den verlinke ich euch einfach mal in die Infobox. Das ist jetzt hier ein Antitranspirant. Die Deos sind wirklich sehr, sehr gut. Also falls man stark schwitzen tut, da schwitzt man eigentlich 2 Tage lang nicht mehr, weil das wirklich so, so gut ist. Also das ist wirklich mein allerliebstes Deo. Und da kommt wirklich nichts anderes mehr dran. Das ist zwar ein bisschen teurer als die Drogerie-Deos, aber wie gesagt, den Shop, wo ich das bestellt habe, verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Wirklich, wenn ihr das Problem habt, irgendwie, dass ihr stark schwitzt oder so, dann würde ich euch das hier ans Herz legen. Und dann habe ich hier auch nochmal für den Sommer habe ich mir hier so ein Sweet Stop Antitranspirant für die Füße bestellt. Also falls man irgendwie im Sommer so ekelhaft an den Füßen schwitzt, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen ekelhaft, aber empfehlenswert hier, kann man sich das halt auch an die Füße sprühen und es ist wirklich ein super tolles Gefühl, im Sommer nicht an den Füßen zu schwitzen. Deswegen greift zu dem hier, falls ihr nicht weiter wisst und die Produkte von Sweat Stop sind wirklich die besten, die ich kenne. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Gut, da fangen wir auch mal direkt an mit dem, mit meinem DM-Haul. Ich habe mir hier für meinen Rasierer die Rasierklingen gekauft von Venus Breeze. Und ja, ich brauchte mal wieder neue. Die fliegen jetzt hier auch in der Tüte rum, weil ich die schon aufgemacht habe, weil ich eine neue Rasierklinge brauchte. Jedenfalls sind von den Dingern hier 4 Stück drin. Und die kosten... Moment. Und die kosten 10,95 €. Dann mache ich mal weiter mit dem Got2Be Styling Powder. Das sieht so aus. Und ich habe wirklich von total vielen gehört, dass das richtig gut sein soll für die Haare. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Aber ich bin mal gespannt, wie das so ist und wie sich das anfühlt an den Haaren, weil ich habe mir das so mal ein bisschen angeguckt. Das ist ja so ein Pulver, dass man sich so in die Hände verreiben muss und irgendwie finde ich das ein bisschen ekelhaft, wenn das so an den Händen bappt. Aber mal sehen, vielleicht ist es ja wirklich gut. Und das hat 3,75 € gekostet. Ich habe mir dieses Herbal Essence Shampoo gekauft. Ich weiß, es ist voller Silikone und das ist ja total scheiße für die Haare. Aber ich finde, es riecht total gut und ich habe ja nichts gegen Silikone oder so, deswegen habe ich mir das einfach gekauft, weil ich da nicht so drauf achte. Und das war bisher immer mein Lieblingsshampoo und wird es, glaube ich, auch immer bleiben, weil das auch so gut riecht. Und das hat 1,75 € gekostet. Dann habe ich mir hier so einen Massageschwamm gekauft für die Dusche und ich finde ihn wirklich sehr, sehr süß, weil er auch so pink ist. Und ich habe eigentlich immer so ein Schwämmchen, nur meins ist irgendwie so ein bisschen ausgeleiert, deswegen wollte ich mir mal ein neues kaufen. Und das hat auch nur 80 Cent gekostet. Machen wir mal weiter mit dem Garnier Hautklar Aktiv. Das ist hier so ein Roll-On für Pickel. Also falls man irgendwie gerötete Pickel haben sollte, kann man sich das da auftragen. Und es kühlt sofort, also es soll sofort kühlen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Das sieht eigentlich genauso aus wie hier der Concealer von Garnier. Also hier mit so einem Roll-On kann man hier so auf die betroffene Stelle rollen und dann kommt da halt so ein durchsichtiger Film raus. Also ich werde es nochmal ausprobieren und falls es gut ist und wirklich was bringt, zeige ich euch den auch nochmal. Und der hat 5,45 € gekostet. Ja, dann machen wir wieder weiter mit einem Anti-Pickel-Zeug und zwar habe ich mir hier so ein Fläschchen Teebaumöl gekauft für 2,50 € bei DM. Und ja, Teebaumöl braucht man immer mal, falls man mal irgendwie Pickelchen bekommt. Und ja, deswegen habe ich mir das geholt. Dann habe ich mir ein Hitzeschutzspray gekauft von Schwarzkopf, also von Got2Be. Das ist dieser Schutzengel. Und ich habe ja vorher dieses Hitzeschutzspray von Dove benutzt. Und als ich euch das in meinem Haul gezeigt habe, haben total viele gesagt, nee, das ist total schlecht, benutze das nicht, weil ich da gar keine Wirkung sehe und bla bla bla. Und da wurde mir das hier empfohlen und deswegen habe ich mir das direkt mal gekauft, weil ich dann dachte, ja, die Leute haben bestimmt mehr Ahnung als ich. Und es wurde wirklich von so vielen gesagt, dass das so gut sein soll. Und deswegen habe ich mir das einfach mitgenommen und das hat 2,95 € gekostet. Dann habe ich mir noch eine Bodylotion gekauft von Dove. Das ist diese Intensiv-Bodylotion. Die soll angeblich 10 Tage pflegen. Die hat 2,55 € gekostet und die riecht wirklich
Total gut, so richtig frisch einfach, so nach frische Bettwäsche, ich weiß nicht, also ich finde, das riecht total gut. Dann habe ich mir noch ein Labello gekauft, ich zeige euch jetzt einfach mal die Verpackung. Ich habe den Labello einfach wirklich wild aufgerissen, als ich den mir gekauft habe, weil meine Lippen so trocken waren. Und das ist dieser Honig-Labello von Labello halt. Ja, der pflegt wirklich die Lippen so, so gut und er riecht auch wirklich total gut. Und den würde ich euch wirklich empfehlen, weil es wirklich so ein richtig guter Labello ist, also... Falls ihr den Labello sucht, dann ist der wirklich gut. Dann habe ich mir noch einen Catrice Lidschatten gekauft. Und zwar in der Farbe, ich weiß es gerade selber nicht, in der Farbe Oops, You Did It Again. Und das ist so eine nude Farbe, also sieht eigentlich genauso aus wie das Augenlid eigentlich. Also halt eine wirklich dezente Farbe. Ich swatch euch das auch nochmal. Also schimmert hier so ein bisschen. Aber so wirklich viel erkennen kann man halt nicht. Und das ist wirklich so eine ganz neutrale Farbe. Kann man eigentlich auch als Highlighter benutzen. Und der Lidschatten hat 2,75 € gekostet. Machen wir mal weiter mit einem Produkt, wo ich mir wirklich unsicher bin. Und es vielleicht auch bereue, gekauft zu haben. Und zwar ist das hier so ein Lavera Serum. Das sieht so aus. Ich zeige euch das mal schnell. So sieht das aus. Ist halt so bis hierhin gefüllt. Also bis hier. Und... Das soll ja immer so die Haut erstrahlen lassen. Und als ich das aufgetragen habe, also ich zeige euch das jetzt mal so. Als ich das aufgetragen habe im DM, hat sich das wirklich total cool angefühlt und war auch wirklich sehr, sehr schön. Ich verreibe das jetzt einmal mal hier und zeige euch das einfach mal, wie das aussieht. Also auf dem Handrücken ist es wirklich ganz in Ordnung, aber wirklich, wenn man das irgendwie im Gesicht aufträgt, ich weiß nicht, das bappt die ganze Zeit total. Und da muss ich auch erst nochmal gucken, ob das wirklich sich gelohnt hat. Ich weiß nicht, ob ihr hier was seht, aber soll halt so ein bisschen schimmern oder so, keine Ahnung. Und halt die Haut erstrahlen lassen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, weil irgendwie ist das so ein bisschen bappig und weiß ich nicht, irgendwie voll komisch. My age, das ist für Falten oder was? Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen dumm, wie ich gerade sehe, weil das ist, ja. Ich bin definitiv dumm, weil das ist eine Anti-Faltenpflege. Seht ihr das? Anti, hier steht's. Ja, deswegen bappt das bestimmt auch so. Naja, 13,95 € umsonst ausgegeben, würde ich mal sagen. Ja, ich bin auch so blöd, ne? Wie kann ich das denn nicht lesen? Naja, Antifaltenpflege brauche ich noch nicht in meinem Alter, aber naja, habe es mir mal wie gesagt gekauft für 13,95 €. Werde ich auf jeden Fall nicht benutzen und ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch so schlecht, wie ich es finde. Naja, also das ist schon mal nix, ne? Ja, jedenfalls habe ich mir dann noch eine Creme gekauft, die nicht für Falten ist. Das ist nämlich die BB-Creme für Mischhaut. Und die soll angeblich mattieren, also so ein mattierendes Ergebnis habe ich zwar nicht gesehen, aber die ist eigentlich ganz in Ordnung, wie ich finde. Und die hat 2,85 € gekostet, also eigentlich auch recht günstig. Ja, dann habe ich mir noch ein Make-up gekauft und ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Weil irgendwie sind die Farben so ein bisschen komisch und eine Freundin von mir hat halt gesagt, die benutzt das halt und sie findet es wirklich ganz, ganz gut. Und dachte ich mir so, komm, dann probierst du es mal aus. Und dann habe ich mir das Fit Me Make-up hier mitgenommen in der Farbe 120. Aber irgendwie ist die Farbe auch zu dunkel für mich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu hell bin, aber irgendwie ist die Farbe komisch oder so orangestichig. Ich weiß auch nicht. Und das Make-up hat 8,95 € gekostet, also ist eigentlich nicht so billig, wie ich finde. Und falls das scheiße sein soll, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und mal gucken, wie es ist. Ja, dann habe ich mir noch eine Maske gekauft und zwar ist das meine Lieblingsmaske. Das ist hier die reinigende Maske von Schneebins oder so, keine Ahnung. Die soll sehr gut sein, ist auch dermatologisch getestet und die ist auch wirklich günstig. Die hat nur 65 € gekostet und ja, wirklich empfehlenswert, weil die wirklich alle Pickel wegmacht, falls man mal welche hat. Ja, dann zeige ich euch das letzte Produkt und zwar ist das hier ein Lidschatten, so ein Creme-Lidschatten von Melinjade. Das ist hier so ein Color-Tattoo, 24 Stunden. Ich habe mir den Lidschatten in der Farbe 40 geholt, also Permanent Taupe und ich habe da noch nicht reingedatscht. So sieht das aus, aber ich mache es jetzt extra mal für euch. Und das ist ganz schön gut pigmentiert, schaut mal. Und den swatche ich euch mal hier. Ja, das ist so ein schönes, wirklich Taupe.
deckt auch wirklich gut und ich könnte meinen, dass das auch vielleicht so ein kleiner Ersatz wäre für so einen MAC Paint Pot. Beziehungsweise sind den MAC Paint Pots wirklich sehr, sehr ähnlich. Und kann man auch als gute Eyeshadow Base verwenden. Ja, also fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Und ja, hält bestimmt auch nicht 24 Stunden, aber mindestens den ganzen Tag, würde ich sagen. Ich muss es nochmal ausprobieren, aber wirklich hübsch die Farbe. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Haul. Habe ich auch schon gesagt, wie viel das gekostet hat? Ich glaube nicht. Hat 6,65 Euro gekostet. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!